Hallo, liebe Gemeinde. Wir haben uns heute eingefunden für eine Runde Back for Blood. Im geistigen Nachfolger des Zombie-Schnetzelspiels Left 4 Dead 1 und vor allem Left 4 Dead 2. Back for Blood kam 2021 raus für PC, Xbox und PlayStation. War eine Zeit lang festgetackert in Epic Game Store. Macht voll viel Sinn, einen kompetitiven Shooter mit PvP-Modus in einem bestimmten Store festzutackern, damit die Gemeinde der Jünger, die das Spiel gerne spielen würden, so klein wie möglich bleibt. Jedenfalls sind wir heute und schauen uns den Stand 2022, Oktober, November an und wie das Spiel aussieht. Gab ja erst einen größeren Patch. Hier drücken wir auf Anmelden und dann haben wir auch schon direkt die Qual der Wahl, online spielen oder offline spielen. Offline spielen seid ihr nur unterwegs mit euren Bots. Alleine sozusagen, kann auch keiner joinen. Und online spielen mit bis zu 3 anderen Kameraden oder im PvP 4 gegen 4. Die nicht gefüllten Plätze von den Kameraden in der Kampagne werden von Bots übernommen. Wenn ihr im Spiel ankommt, dann landet ihr in Fort Hope. Das ist euer Social Hub sozusagen. Hier habt ihr entweder direkt über die Tab-Taste Zugang zu den einzelnen Punkten, also Spiel, entweder Quickplay, sofort irgendwo ins Spiel, Kampagne oder Schwarm PvP. Dann Dex, das ist das A und O sozusagen, das Alleinstellungsmerkmal von Back 4 Blood. Das heißt, ihr könnt für die Kampagne euch Karten zusammenstellen. Das Spiel, wenn ihr das Spiel beginnt zum ersten Mal, gibt euch ein Kartendeck von 15 Karten sind maximal zur Verfügung. Und während ihr weiter spielt, ihr könnt natürlich das euren Präferenzen anpassen, benennen und dann hier zum Beispiel auch die Position verschieben. Gibt es in der Kampagne und überall anders die Möglichkeit, euch Karten zu erspielen zu finden. In der Welt entweder für Kupfer, das ist die Ingame-Währung, die ihr während der Kampagnenfortschritts im Spiel findet, in den Leveln verteilt. Und dann könnt ihr immer für 500 Kupfer euch eine Karte an so Boxen kaufen, die im Spiel drinstehen. Oder an so Intel-Kisten. Und dann sammeln die sich ja euch bei euch an. Und dann habt ihr die Möglichkeit, sich euch eben aus diesen Karten auch ein Deck zusammenzubauen. Dann habt ihr ein Schwarmdeck, also für PvP. Achtung, dort gibt es eine Meta, die ist nicht so spaßig. Trainingsdeck, das heißt zum Beispiel für euren Offline-Modus. Könnt ihr Sachen ausprobieren. Dann gibt es Brandkarten. Das sind Karten, die für das ganze Team gelten. Also zum Beispiel während der Kampagne habt ihr nur eine begrenzte Möglichkeit, einen bestimmten Abschnitt nochmal zu spielen, bevor ihr komplett neu starten müsst. Und dann, wenn ihr eine bestimmte Brandkarte aktiviert habt, die sich auch verbrauchen, deswegen auch immer nur die Zahlen, einmal, zweimal, die ihr euch dann erkaufen könnt, diese Brandkarten, habt ihr zum Beispiel ein extra Leben für das Team. Das heißt, wenn das Team wiped, könnt ihr dann nochmal einen Versuch starten, diesen Abschnitt des Akts durchzuspielen. Dann eben Nachschublinien. Hier könnt ihr im Moment zum Beispiel auch Halloween-Event, ein neues Logo, neues Graffiti, neuen Titel, neuen Waffenskin, weil es gibt in dem Spiel Waffenskins. Die werden aber alle in der Ingame-Währung gekauft, also kein Pay-to-Win, sonst irgendwas oder Lootboxen, wo das drin versteckt ist. Nee, ist alles irgendwie hinter diesen Supply Lines versteckt, die ihr alle, ihr bekommt diese roten Punkte immer in den Kampagnen, die ihr spielt, und somit ist das free to play sozusagen. Ihr müsst halt nur alles freischalten. Und dann werden neue Nachschublinien, Supply Lines sozusagen freigeschaltet. Dann könnt ihr die immer weiter nachkaufen. Und irgendwann habt ihr alles freigespielt. Dann gibt es die Cleaner. Insgesamt gibt es 11 Charaktere. 3 sind hinter einem DLC-Wall versteckt, sozusagen, die ihr erst dazu kaufen müsst. 8 habt ihr so. Und auch alle sehr gut gemacht. Waffenkammer ist ein bisschen, klingt komisch. Es ist keine richtige Waffenkammer, weil wie gesagt, ich klicke drauf. Und dann kann man nichts da an diesen Waffen machen in der Waffenkammer, sondern das sind einfach nur Skins. Und natürlich euer Profil. Erstens hier Leistungen, das heißt eure Achievements im Spiel. Und dann die Personalisierung. Ui, ganz wichtig. Wappen
habt ihr die Möglichkeit, das sind die Wappen, die ihr dann, in, wenn ihr mit anderen Spielern ins Spiel joint, sehen die dieses Wappen. Dann habt ihr einen Titel. Millionär, ja, ich bin Millionär, also noch nicht, aber lasst mir ein Like und ein Abo da, dann werde ich es garantiert irgendwann. Garantiert. Echt gruselig. Oder einfach nur süß. Dann gibt's Banner. Das ist das komplette Hintergrundbild von diesem Wappen. Die könnt ihr euch dann auch mit der Zeit erspielen. Das finde ich ganz cool. Sieht ein bisschen Star Wars Vibe aus, als ob das der Todesstern wäre. Und dann gibt es hier noch Graffiti. Und dann könnt ihr euch entweder einen Vordergrund und einen Hintergrund auswählen. Aus mehreren. Um Graffiti zu spucken, einfach C gedrückt halten und dann habt ihr dieses konsolenartige Kreismenü, schnell Auswahlmenü. Und dann kommt das Graffiti. Dann habt ihr natürlich außerhalb des Tab-Menüs die Möglichkeit, die gleichen Menüs auch in Fort Hope aufzurufen. Also zum Beispiel hier die Nachschublinie direkt bei der Dame. Da vorne die Kartendecks. Hier das Aussehen der Figuren anpassen. Dort hinten bei der Dame PvP aktivieren. Hier die Kampagne oder eben auch PvP ist auch möglich. Hier der Waffen-Typi. Und wie ihr hier schon seht, sind wir gerade auch zur Halloween-Zeit. Am Halloween-Event sozusagen. Also so ein kleines kosmetisches Upgrade von Fort Hope. Dann gibt es hier einen Ausgang. Und das ist euer Waffentestgebiet sozusagen. Ihr habt hier an den Wänden. Besonderheit von Back 4 Blood ist natürlich, wenn ihr eine Waffe nehmt, habt ihr unten links, wenn ihr es sehen könnt, jeder Waffe zu eurer Hauptwaffe auf Taste 1 und Sekundärwaffe auf Taste 2 einen Aufsatz, ein Magazin, einen Kolben und bei den meisten Hauptwaffen auch ein Visier, weil ihr könnt über Linksklick wird abgedrückt, Rechtsklick, Kimme und Korn. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Visier schnappen, können wir auch uns Kolben, zum Beispiel einen Schalldämpfer, eine Automatik-Shotgun. Und genau das gleiche geht auch dann auf die Pistolen. Nicht am Aussehen der Anbauteile orientieren, weil die können anders aussehen, als ihr sie dann in der Waffe habt. Ihr habt die Möglichkeit auch Nahkampfwaffen zu wählen, eine Axt oder hier der nette Freund aus Walking Dead. Einfaches Drücken von Molotov-Cocktails zum Beispiel, zack, und dann wirft er. Wenn ihr aber genau irgendwo hin möchtet, dann gedrückt halten die rechte Maus, linke Maustaste, dann gedrückt halten die linke Maustaste und dann auf das Zielgebiet werfen. Es gibt aber noch eine Besonderheit hier auf dem Schießplatz, Übungsplatz, wenn man ganz runterläuft. Es regnet Schadenspunkte. Dann gibt es hier Warning Ridden Beyond. E drücken. Und dann habt ihr die Auswahl von 12 Infizierten. Also sozusagen die Special Infected, die ihr auch in der Schwarm PvP App benutzen könnt. Einmal Tallboy, Stinger und Rika. Könnt ihr mal einen hier zum Beispiel, den da. Dann spawnt ihr. Wenn ihr zum Beispiel jemanden anderen in die Lobby einladet, könnt ihr mit dem das hier testen. Wenn ihr dann keinen Bock mehr habt, wie die Einblendung eben schon zeigte, einfach rausgehen. Ja, dann seid ihr wieder in Fort Hope. Unten links ist dann noch eure Anzeige von euch. Euer Charakterprofilbild, eure Lebenspunkte und dass bei mir Voice Chat in Game gemutet ist. Ja, und da es alleine keinen Spaß macht, habe ich euch heute wieder Bastet und Sorgon mitgebracht. Da ist Sorgon. Hallo Sorgon. Hallo, ich habe mir Mühe gegeben. Bemüht. Plumps, da bin ich. Und da ist Bastet. Hello. Dr. Bastet. Und die Handschuhe für die Leibesvisitation an. Mm. Oh, hat die einen lustigen. Husten Sie mal. Und husten? Okay. Ja, und wieder ein tolles Spiel ohne Beine. Also, wir brauchen keine Beine. Beine sind völlig überflüssig.
Ja, und dann schlüpfen wir auch direkt instant in eine Kampagne rein. Machen wir private Lobby. Durchlauf erstellen. Dann kann man hier Schwierigkeitsgrad, Veteran, Albtraum, keine Hoffnung. Machen wir auf Veteran. Demonstrationszweck erfüllt. Fangen wir am Akt 2 an. Referenzen müssen alle natürlich Crossplay aushaben oder anhaben. Ansonsten bockt das Spiel manchmal, wenn sie unterschiedlich sind. Und dann ist man geht hier so, das ist typisch, jeder Informatiker denkt natürlich so, man geht hier so durch. Ja, das habe ich ausgewählt, das habe ich ausgewählt, so, Start. Im Menü, Präferenzen ist zurück. Ja, Start, Moment, wo ist ein Start? Durchlauf erstellen. Ja, das habe ich gerade eben geklickt. Moment. Ich muss nochmal Durchlauf erstellen. Und bei Sorge und Bastard ist immer noch Crossplay aktiviert und deswegen können wir nicht ins Spiel. Seht ihr? So einfach ist das. Nein! Moment. Ist aus. Ist aus. Und? A few moments later. Und schon hat er den Schwierigkeitsgrad zum Beispiel gekillt. Jetzt sind wir statt Veteran als Rekrut unterwegs. Ja. Wir wählen dann einen der Charaktere aus. Dann unsere Kartendeck. Also das Anfängerdeck ist sowieso vorhanden, schon vorweg. Ich habe hier noch ein eigenes. Und dann haben wir noch eine Zeit, dass die anderen auch eventuell in den 3 Minuten noch fertig werden. Festlegen. Ich habe mich festgelegt. Eigentlich wäre das fertig oder los oder sonst, aber ja, ich habe mich festgelegt. Dann suchen wir uns eine Verderbniskarte, also irgendeine Mutation, die uns noch schlimmer ist. Aber das können wir ja gar nicht. Das haben die Entwickler am Anfang reingebaut, aber dann wurde es wieder wegrationalisiert. Jetzt kommen die Karten automatisch. So, das heißt, diese 5 Sachen werden uns so oder so erwarten. Und man kann auch keine eigene Karte mehr als Bonus dazu wählen, außer eben eine Brandkarte. Aber das ist jetzt hier irrelevant und fertig, los geht's. Dann kann man, was auf jeden Fall ein Pluspunkt für das Spiel ist, ein großartiger Punkt, Pluspunkt ist Himmel und Korn. Das hat weder World War Z noch zum Beispiel Left 4 Dead. Ja, die Bots sind eine eigene Sache für sich. Grundsätzlich, das Spiel spielt sich ganz normal wie ein Ego-Shooter, standardmäßig auf dem PC. BASD, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Dann springen, hinknien. Cool ist, wenn er sich hinkniet und ihr habt kein Zielvisier drauf, dann tut er die Waffe so ein bisschen seitlich, John Wick mäßig. Dann habt ihr auf Shift natürlich Sprinten. Auf Tab habt ihr euer Inventar. Das ist ganz wichtig, weil das Spiel unterstützt, wie ihr das bestimmt schon in Fort Hope gesehen habt an der Wand, Anbauteile. Dann habt ihr einen Offensivgegenstand, also Granaten, Unterstützungsgegenstand wäre zum Beispiel ein Medipack und ein Zusatzplatz für zum Beispiel Munitionstaschen. Dann habt ihr unten eine Anzeige für euer Kupfer, weil ihr sammelt im Level verteilt Kupfer. Mit dem Kupfer könnt ihr euch Sachen kaufen. Dann habt ihr die 4 Munitionsarten, einmal Pistolen, Gewehrmunition, Scharfschützenmunition und Shotgun-Ammo. Gesammelte Mementos, das sind auch noch Sachen, die man einsammeln kann. Dann habt ihr die Möglichkeit, alles, was ihr hier seht, fallen zu lassen. Aufsätze entriegeln bedeutet, die Aufsätze, die ihr hier gekauft habt, könnt ihr notfalls tauschen, weil es sonst nicht die Möglichkeit gibt. Ihr könnt auch zum Beispiel das ganze Kupfer, wenn ihr hier habt, einfach rechtsklick, zack. Bitte schön. Und dann liegt es da. Dann nehmen wir es, bevor Bastard es sich klauen kann. Alle so gierig. Gar nicht. Aber was die hier gemacht haben. Hier los. Ist ja wie Weihnachten. Shopping. Ja. Aber nach jedem Start in der Kampagne, wenn alle Spieler gejoint sind, erwartet euch so eine Kiste, Einkaufskiste. Wir haben jetzt dadurch, dass wir auf einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen, sehr viel Kupfer und dann könnt ihr euch einfach eine andere Waffe wählen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel die hier. Dann haben wir oben zum Nachfüllen Leben, die wir dazu kaufen können, Panzerung, Munitionsarten und hier Verbesserung des Teams. Alles, was wir hier kaufen, verbessert das gesamte Team. Also eben ein Unterstützungsplatz für mehr zum Beispiel Munitionstaschen oder ein Lebensverbesserungs-Unterstützungs-Slot. Das heißt, dann können wir hier noch eine Heiltasche, mache mich mal hier kurz raus, hier für 300 Heiltasche, zack. Jemand hat schon so einen
verbesserten Unterstützungslot gekauft. Dann können wir nicht nur eine, sondern sogar zwei tragen. Dann können wir noch auf drei hier zum Beispiel eine Köderdose kaufen. Oder Rauchgranate, Rohrbombe, Altfrösche, die auch Gegner anlocken, Blendgranaten, Splittergranaten oder Molotow-Cocktails. Für den vierten Slot haben wir dann zusätzlich zu der Arzttasche noch Verbände, die kurzzeitig helfen, Schmerzmittel, die über eine längere Zeit aber dann wieder abbauen. Und für den fünften Slot Defibrillatoren, Tickgun. Tickguns sind Schlossknackwerkzeuge, die ihr sozusagen in einer Tasche habt. Mit denen könnt ihr dann entweder Türen knacken oder besondere Kisten. Dann habt ihr noch einen Taser. Wenn ihr mit Taser equipped seid, könnt ihr, wenn ihr von einem Special Infected, der irgendwie gefangen genommen wurde, also Boden geworfen oder er hält euch fest, dann könnt ihr den Taser benutzen und dann befreit ihr euch. Oder eben die Munitionskiste oder sowas Spezielles wie Stacheldraht oder die Bärenfalle. Ja. Hier noch mehr Zeug. Da liegt noch ein Aufsatz. Kugelstopper. Und wenn ihr vergleichen wollt, geht ihr hier drauf Magazingröße plus 75%. Dann seht ihr, der hat 75% Kugelstoppern. Ja. Was sind Kugelstoppern? Man-Stop-Wirkung. Ja, jetzt kommen wir noch zu dem Punkt Bots. Bots sind eine sehr spezielle Sache für sich in Back for Blood. Weil manchmal stehen sie einfach nur dumm rum, machen gar nichts. Dann in einer anderen Runde kommen sie auf dich zugerannt, wenn du am Boden liegst, und helfen dir. Dann würdest du ja gerne, so wie wir zum Beispiel, wir sind zu dritt, haben einen Bot dabei. Und normalerweise, wie in Left 4 Dead, läuft der Bot mit dir zusammen. Also er folgt dir. So. Er folgt jetzt zum Beispiel mir. Die anderen zwei gehen los und teilen uns auf. Zum Beispiel, um einen Punkt einzunehmen und die anderen irgendwie irgendwas zu sichern oder auch irgendwie dieses Gebiet zu durchsuchen. Ja, und schon rennst du weg. Und dann könnte man natürlich C drücken und sagen, sammelt euch. Sind wir stärker. Und das funktioniert ab und zu. Na los. Aber nicht immer. Keine Ahnung wieso. Ihr könnt es ja mal probieren. Sorgon, mach du mal bei dir. Wenn dir etwas passiert, komm ich dich nicht holen. Ist schon alleine hergelaufen. Jetzt aber zurück zum Team. Ja, keine Reaktion. Was noch ein bisschen stört ist, man kann Gegenstände wie in Left 4 Dead aufnehmen. Zum Beispiel diese Gasfässer. Dann kann man die werfen. Werfen wir. Also keine Ahnung, ich bin jetzt, theoretisch spiele ich hier einen Spieler, einen der Hoffmann. 50 ungefähr, relativ stämmig. Und der wirft ihn wie ein kleines Mädchen. So in der Grundschule. Oder kleiner Junge. Jetzt würde man sagen, ja, meckern, ja, ja, es ist meckern, weil wieso funktioniert es in einem anderen Spiel? Im gleichen Entwickler und hier nicht. Wieso muss es schlechter sein? Also nicht falsch verstehen, das Spiel hat sehr viele positive Dinge. Aufmachung ist gut gemacht von der Kampagne, die Story ist, sie ist da. Sie ist auch nicht schlecht, sie spielt halt ein wenig wie so in einem kleinen Dorf. Also auch die Videos, Videosequenzen sind gut gemacht, auch wenn sie immer kurz sind und nicht immer zu jedem Akt vorhanden sagen. Aber wenn sie da sind, schön euch zu sehen. Chris? Mom. Sind sie gut gemacht. Und dann arbeitet ihr euch sozusagen, wie auch in Left 4 Dead zum Beispiel, von einem Safehouse zum anderen Safehouse. Es gibt aber einen kleinen Unterschied von der Story her, für diejenigen, für die das relevant ist. In Back 4 Blood passiert das alles so ein wenig auf einem sehr kleinen Areal. In Left 4 Dead seid ihr vier Überlebende, die wirklich um das blanke Überleben kämpfen und sich dann eher durch eine Stadt oder sonst irgendwo durchkämpfen, wohin auch immer. Hier ist euer Zuhause immer Fort Hope. Ihr geht immer auf eure Spaziergänge, Zombie-Spaziergänge, immer von Fort Hope aus. Deswegen auch nicht wundern, wenn ihr zum Beispiel an mehreren Akten an der gleichen Stelle rauskommt. Also ihr kommt aus, lauft los und dann, das ist aber der gleiche Beginn, also ihr kommt wieder an der gleichen Tankstelle raus oder so. Ja, das ist wirklich so, weil dann nach dem Tor aus Fort Hope macht ihr eine andere Abbiegung an der Tankstelle zum Beispiel, statt links geht ihr geradeaus
Und dann habt ihr einen anderen Levelabschnitt. Dann geht's zur Kirche oder zu irgendeiner Forschungsstation oder sonst irgendwas. Aber alles in einer näheren Umgebung. Sonst von der technischen Seite, das Spiel läuft eigentlich sehr gut, sehr stabil. Schmiert auch nicht ab oder sowas. Tja, wenn wir es tun müssen, dann tun wir es doch jetzt. Also das Jahr Beta-Testing im Epic Games Store hat dem Spiel echt gut getan. Ihr habt ja auch direkt zum Beispiel so ein Beispiel. Ihr könnt diese Karte an so einer Kiste, könnt ihr für 500 Kupfer eine neue Karte kaufen, die ihr dann in eurem Deck verwenden könnt. Dann stehen immer solche Besserungsdinge, zum Beispiel hier Cornflakes, erhält 5% erhöhte Nachlade, Nahkampf und Wechselgeschwindigkeit bis zum Ende der Karte. Das heißt, die bringt euch Vorteile hier direkt in diesem Abschnitt der Karte. Dann haben wir hier Verbandszeug, können wir mitnehmen. Wenn wir uns zum Beispiel heilen, dann geht ihr immer in die Third-Person-Perspektive. Genauso, wenn ihr eine Kiste aufmacht. Ja, genau, dann gibt es noch in dem Spiel Spezialcontainer. Probebehälter. Genau. So, nimm mit. Wenn man den bis zum Ende des Levels durchschleppt, also einer, der belegt dann den fünften Slot, bei mir die Munitionstasche. Darauf achten, wenn ihr die Munitionstasche benutzt, dann spuckt er sofort die Munition aus der Munitionstasche. Was ich auch ein bisschen doof finde, wieso? In Left 4 Dead war das so, er stellt das auf den Boden. Meinetwegen dann, ich habe dann nochmal sozusagen eine Kontrolle, hey, da kommt jetzt Munition. Nein, er kackt das sofort raus, weil das so ist. Wieso auch immer. Ich Glückspilz. Wir müssen hier verschwinden. Dann habt ihr natürlich an bestimmten Momenten in der Karte solche Aktivierungspunkte, die dann eine Horde auslösen. Drücke mal aufs Rädchen. Geht auch in die Third Person. Hier gibt's noch mal eine Munitionstasche. Was natürlich cool ist in dem Spiel, sind die Gespräche zwischen den Charakteren. Ja, was passiert, wenn ihr in einen Raum geratet und dann verbrannt werdet? So. Erstmal, zusätzlich gibt es noch kostenlose, zufällige Standardkarten, also die eure Gesundheit automatisch aufladen. Das ist sozusagen Intel, der kostenfrei in den Leveln versteckt ist, rumliegt. Dann könnt ihr rangehen und kann jeder einmal looten. Das nehme ich. Aber wir waren ja an dem Punkt, was passiert, wenn man stirbt. Ich bin gefangen. Ja, und nach mehreren Malen, wenn ihr umkippt, fallt ihr einfach tot um. Also ähnlich wie in Left 4 Dead, wo es dann schwarz-weiß wurde und wenn ihr dann getroffen wurde, wart ihr tot. Ist es hier genauso, so zwei, drei Mal kann man euch aufheben und danach fallt ihr einfach um und seid tot. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach einen Bot, wenn einer dabei ist, einfach per Leertaste zu übernehmen. Zack. Ihr seid wieder mitten im Gefecht. Ich bin auf Regel. Ist es vorbei? Nein. Besuchen Sie den kichernden Raum. Ich an der Raum. Wo ist er denn? Da drüben? Da ist er. Das ist ein Memento. Das ist im Moment gerade für Halloween. Ein dämliches Lachen. Jedes gesammelte Memento verleiht bei Abschluss eines Kapitels Vorratspunkte. Zack. Jeder der Infizierten hat natürlich eine Schwachstelle. Meistens sind so wie Eiterpusteln, könnte man sagen. Wenn man auf die feuert, etwas ganz Tolles. Die sterben schneller. Wer hätte das gesagt? Normalerweise machen die Bots das.
gut. Ja, und nachdem euer Chart tot war, genauso wie mit einem Defibrillator, wenn der aufgehoben werden würde, dann erscheint ihr wieder in eurem normalen Char und der hat auch noch alle seine Munition, Waffen, Aufsätze, alles mögliche hat er dann alles. Der Bot ist wieder der Bot. Also wenn ihr mal unterwegs seid, alleine mit drei Bots, könnt ihr euch an den anderen drei austoben. Da ist zum Beispiel wieder so ein Halloween-Vieh. Ja, und natürlich sollte ja klar sein, aber die Waffen, ganzen Vorratsgranaten, Medipacks und so weiter sind natürlich auf der Taste 1 bis 5. Ich finde es gut, dass die Hauptwache hier auf 1 ist. Manchmal ist es genau andersrum. Harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Ja, und jetzt kommt eine Besonderheit von Back 4 Blood. Geskriptete Ereignisse. Was eine nette Dreingabe sozusagen. Was ist ja toll, so ein Über-Zombie. Mega cool. Riesiges Teil. Das Problem an dem System ist, er erscheint immer an der gleichen Stelle. Immer. Und das macht wiederum nicht so viel Spaß. Was auch ein Nachteil ist, in Left 4 Dead, womit man das Spiel ja immer vergleichen muss, leider, kamen die Zombies, kamen zwar irgendwo her, aber sie kamen nicht unfairmäßig, also sie sind nicht auf einmal irgendwie direkt einen Meter, oder es ist der Ogre zum Beispiel verschwunden, das heißt, wir haben jetzt ihn hier nicht down gekriegt, er wird irgendwann später an einer bestimmten Stelle wieder erscheinen, Tunnel zum Beispiel hier. Aber hier erscheinen die Zombies oft einfach so. Die stehen, also man steht da, dreht sich um, auf einmal ist der ganze Raum voller Zombies. Was sehr komisch ist, also die ganze Mechanik der Zombie-Spawns ist in diesem Spiel sehr, sehr komisch. Also nicht so richtig nachvollziehbar. Hier ist eine goldene Kiste. Eine goldene Kiste, das ist ja was ganz Tolles. Das ist eine, auch Halloween-Event-mäßig. Besonders tolle Kiste. Das Problem ist hier nur der erste Mal zuerst. Das heißt, wenn ich die nehme, dann sorge und sie nicht mehr klauen. Dann ist sie weg. Weg. Der letzte Kritikpunkt an dem Spiel. Das. Man hat diese fünf Akte. Ohne DLC sind es 4 Akte. Es fehlt halt einfach Material. Viel Material. Die Entwickler sind einfach zu langsam. Also ich glaube, sie haben selbst so ein bisschen das Spiel abgeschrieben und haben den Hauptfokus ihrer Entwicklerkräfte auf irgendein neues Projekt oder was auch immer verschoben. Weil das Spiel ist halt so, wie es ist, fast tot. Kann man wirklich so sagen. Es fehlt halt der Content. Wieso gibt es keinen Mod-Support? Community würde Grandioses aus diesem Spiel bauen können. Aber nein, aus irgendeinem Grund. Nein. Johnny von hinten. Johnny Boy, Johnny Boy. Ja, und hier kommt dann natürlich der an dieser Stelle genau der Boss. Wenn man ihn nicht an der ersten Stelle schon verpackt. Ja, da fragt man sich auch, wie hat man das gemacht? Dass er jedes Mal bei uns auf jedem Rechner, wo wir es probiert haben, immer wenn er das Teil wirft, kommt es in Slow Motion an. Wie als ob es stocken würde. Und vielleicht nochmal 2 Kritikpunkte nachgeschoben. Einerseits, ein Zombie rennt auf euch zu. Und ihr habt linke und rechte Maustaste, klar. Linke Maustaste feuern, rechte Maustaste Kim und Korn. Aber es fehlt halt wirklich
Rechte baust, dass du so Gegenschlag oder. Das wäre halt cool wie Left 4 Dead, ist aber nicht, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Deswegen ist es für mich ein Negativpunkt, aber wahrscheinlich für die meisten nicht. Was aber für mich wirklich ein Negativpunkt ist, Taschenlampe. Ich habe eine Taste F, für Flashlight oder für T, auf T oder wo auch immer. Wieso kann ich diese Taschenlampe nicht aktivieren? Passiert jedes Mal automatisch. Und es gibt Momente in dem Spiel, wo es wirklich Affentitten dunkel ist und man kann nichts machen. Also man wirklich, es ist, man steht an der hier drauf, ist draußen Tageslicht, hier drin ist pechschwarz und man muss wirklich erst reingehen, damit die Taschenlampe angeht. Wer dieses System sich einfallen lassen hat, dann gucken wir uns jetzt noch das letzte an, den Schwarmmodus PvP. Matchmaking, dann auf Schwarm PvP, wir sind jetzt schon zu dritt in meiner Lobby, einfach joinen, zack, dann können wir starte öffentliche Spielersuche und los geht's, ganz heiß drauf auf das Erlebnis, man muss hier auch nicht rumstehen, das dauert hier so manchmal eine Minute oder eine Stunde, aber das Erlebnis ist grandios. Und das Spiel ist so freundlich, dass wenn ihr dann fertig seid mit eurer langweiligen Arbeit, erwartet euch das super duper überkrasse Match. Es ist dann schon bereit für euch, damit ihr nur noch joinen müsst. Und dann könnt ihr euch ordentlich verkloppen. Wenn ihr nicht im richtigen Moment AFK seid und dann disconnect. Genau so ist es. Genau so ist es. Und ja, nicht, wenn ihr dann das doch auf einen Server schafft. Naja, was heißt schafft? Ihr kommt so oder so irgendwann auf einen Server. Außer ihr habt Pech. Aber wenn ihr es dann schafft und einer lief den Server. Oh, ihr seht, unten. Da. Server wird reserviert. Wir bekommen einen eigenen reservierten Server. Wo gibt's sowas? Einen eigenen Server. Und wenn ihr es dann drauf schafft und Gott bewahre, dass einer der Spieler lief, weil dann bittet das Spiel den Server. Das gerade ist schön Vorführeffekt gehabt. Das Spiel erfüllt vollkommen seinen Bildungsauftrag. Man muss ja verstehen, es ist über Untote, ja? Es möchte euch dieses Spielgefühl gegen Untote geben. Und die Reddit-Kommentare beschreiben das wirklich sehr, sehr vollumfänglich, vollumfassend. Dead on Arrival. A few moments later. Was ich mich halt frage ist, gibt es andere Modi außer Überleben so lange wie möglich? Ja, gibt es einen anderen Modi? Gibt es Modifikationen, weil ein... Es ist ja dieses Spiel, dieses Zombie-Spiel, es gibt ja eine Unmenge an Menschen, die Zombies mögen. Und die auch solche Survival-Spiele so einfach gegen eine Übermacht antreten und sich gegenseitig eben mit anderen prügeln und bla. Gibt es ja tausende von Menschen. Also es hat ein unheimliches Potenzial. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob irgendjemand bei Turtle Rock gesagt hätte, hier, irgendjemand hat uns einen Geldkoffer gegeben dafür, dass wir das Spiel scheiße im PvP designen. Weil ansonsten kann ich mir das einfach nicht vorstellen, was ist da passiert, was, wo ist es schiefgelaufen. Ich will jetzt nicht falsch verstehen, dass wir uns hier jetzt doof anstellen oder sowas. Das ist Testzwecken vollkommen ausreichend, nur... Auch diese winzigen Karten, das ist ja hier wirklich... Einfach wie in jedem solchen Spiel versuchen gleichzeitig Gruppe zu trennen, Keil 1
reinzuschreiben. Geht doch. 11:30 haben sie überlebt. So lange schaffen wir nie. Lass deine Wut an den Infizierten aus! Also wenn man die Zahlen umdreht, haben wir exakt die gleiche Zeit wie die anderen. Ja, wir sind genauso gut wie die anderen, nur halt verkehrt herum. Und an diesem fröhlichen Beisammensein, an diesem wunderschönen Kessel, in dem irgendetwas Leckeres zu kochen scheint, vielleicht eine Sorgonsuppe oder so. Was? Boba-Fett-Suppe. Boba-Suppe. Sieht eher nach Shrek aus. Kann ich jedem nur empfehlen. YouTube, Boba Fett Suppe. Sehr lecker. Und das war unser kleines Review Feedback aus Back for Blood. Ich hoffe, die Entwickler lassen das Projekt nicht fallen. Ich hoffe wirklich, weil es wäre... Left 4 Dead hat seinen Abschluss gefunden oder sein Alter verdient und sollte auch so langsam in Rente gehen. Und dieses Spiel beinhaltet alles, was theoretisch besser wäre als Left 4 Dead, was besser gemacht werden könnte und auch in diese Fußstapfen auch reinpassen würde. Aber aus irgendeinem Grund war jemand nicht in der Lage, sich durchzudringen, was damals Valve als Auftraggeber von Left 4 Dead durchgedrückt hat anscheinend, hier auch umzusetzen. Wieso auch immer. Zeitmangel, Geldmangel, wieso auch immer. Und mit diesen Abschlussworten sagen wir drei euch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Exocron.